Kölner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kölner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kölner Live. Die Umfrage der Woche. Ja, das war also der Kanzler im Bürgerforum mit seinen Antworten auf die Videofragen und Handyfragen von Zusehern und Zuseherinnen von OE24TV. War spannend, war schön zu sehen. Und jetzt fragen natürlich alle, Donnerstag ist es, Kölner Live ist es. Wie steht es also in der wichtigsten Umfrage der Nation? Das ist Research Affairs für OE24TV. Wir machen das seit 30 Wochen, jede Woche. Und es wird immer spannender und es mittlerweile rufen die Parteien teilweise schon am Dienstag an, um zu wissen, wie diese Umfrage ausgegangen ist. Und mit mir, Thomas Hofer im Studio, danke vielmals, dass er sich Zeit nimmt. Gerne, schönen guten Abend. Huscht ja von Sender zu Sender mittlerweile ein wahrer Tom Turbo des Wahlkampfs, müsste man sagen, weil der beste Politikexperte im Land, wie ich immer zu sagen pflege seit langer Zeit, aber es wird immer offensichtlicher. Und er hilft mir ein bisschen, diese Umfrage zu interpretieren, und zwar nicht nur die Ergebnisse, die kommen ja von Research Affairs und haben mit dem Thomas Hofer nichts zu tun, sondern das, was dahinter steckt. Fangen wir mit der Sonntagsfrage an, mit dem, worauf alle warten. Wie steht es im Wahlkampf? Wer gewinnt? Wer verliert? Schauen wir. Und es tut sich was in dieser Woche. Sebastian Kurz verliert 1%, fällt ganz sanft von 36% auf 35% wieder zurück. Der zweite Verlierer der Woche ist Thomas Hofer. Der fällt wieder unter die selbstgewählte und für so wichtig erachtete 20%-Marke. Randy Wagner ist die stille Gewinnerin der Woche, obwohl sie unverändert bei relativ schwachen 22% hält. Aber sie kommt zumindest dem Kanzler näher und festigt Platz 2. Kogler und die Grünen halten 11%. Beate Meinl-Reisinger legt zu, offenbar als Ergebnis der TV-Duelle, auf 9%. Und jetzt werden Sie sagen, die Neos, Peter Pilz hat nach wie vor 1%. Und jetzt werden Sie sagen, na hallo, wo ist das zweite Prozent hin? Weil 2% runter, 1% rauf, da fehlt 1% in der Saldorechnung. Und der Thomas Hofer hat völlig richtig festgestellt, das wandert zu den Kleinen und da wage ich zu behaupten, das landet bei der Peer-Partei, die derzeit in Wien unglaublich für Aufsehen sorgt, unglaublich im Social Media unterwegs ist und wo schon schön langsam die Ersten glauben, da könnten 2-3% im Wahlkreis Wien, also in der Wiener Wahlregion drin sein. Herr Hofer, ja, wie analysieren Sie die Woche? Wie analysieren Sie das Ergebnis? Ganz kurze Korrektur, nur mache ich selten, aber ich kandidiere nicht, das ist der Norbert Hofer mit 19%, aber ist alles gut. Ja. Die Geschichte ist die, man sieht natürlich die Defensivgeschichte aktuell medial ein bisschen da bei dieser Umfrage. Es ist alles innerhalb der Schwankungsbreite, kommen natürlich auch noch die Rundungen dazu etc. von wegen dieses einen sozusagen abgehenden Prozent. Aber man sieht schon, dass es anders als 2017, wo Kurz dann aber nur mit 31,5 heimgekommen ist, dass es jetzt einfach deutlich defensiver ausgerichtet ist, weil es medial das Trommelfeuer gibt, weil es da diese Enthüllungen gibt, den Hack gibt etc. Und dann natürlich auch diese geschmackigen Details halt ausgebreitet. Das heißt, Kurz kommt unter Druck. Also jedenfalls stärker unter Druck als 2017 und natürlich ist das trotzdem dramatisch hoch. Ja? Also ich meine, wir reden von 2019 und wenn man da 35% in einer Umfrage hat, selbst wenn es nur 33 wären, wäre es noch immer ein sehr, sehr guter Wert. Aber es ist eben so, dass man schon von Seiten der ÖVP ein bisschen die steife Brise im Gesicht spürt, dass da einfach auch medial vermittelt natürlich schon sehr viel Kritik kommt und sehr viele Negativgeschichten kommen. Das heißt nicht, dass das überall so sein muss. Natürlich ist das ein bisschen eine Wiener Blase-Geschichte. Ja, ist schon klar. Also vor allem die Leute in den Bundesländern sehen das sicherlich entspannter. In Wien ist das sicherlich ein bisschen aufgeganselter von der Emotion, aber ein bisschen was merkt man. Bei der FPÖ, klar, war jetzt Stenzel und das potenzielle identitären Mitglied da in Oberösterreich auch nicht gerade hilfreich. Ich glaube eben auch, dass bei den Duellen, auch wenn es Krankheit
verletzungsbedingt war natürlich bei Norbert Hofer, da Sebastian Kurz dann schon auch ein bisschen abgeräumt hat und Norbert Hofer nicht so performt hat, wie er das gerne hätte. Aber ich würde die FPÖ trotzdem nicht unterschätzen. Das Faktum, dass die ÖVP da jetzt immer stärker in die Richtung geht, dass man sagt, naja, wir brauchen eine Mitte-Rechts-Konstellation weiterhin, das zeigt schon, dass man fürchtet, dass da ein bisschen was von den Wählern, die man von der FPÖ gewonnen hat, nicht nur seit Ibiza, sondern insgesamt in der Regierungsperiode, dass da ein bisschen was wieder zurückwandert. Also das bleibt spannend und das ist natürlich ein Hauptkampfpunkt, Gebiet, wo sich dann natürlich ÖVP und FPÖ schon gescheit in die Haare kriegen. Wagner legt nicht zu, obwohl sie sagt, sie hätte Umfragen, wo sie deutlich zulegt. Was ist Ihr Gefühl? Mein Infostand ist, dass die SPÖ sich selber bei rund 23 hat. Das ist jetzt alles locker innerhalb in der Spanne. Schwankungsbreite, locker, die ja bis 24% hinaufgeht. So, die Frage ist, was ist, jetzt kommen wir zu einem schwierigen Kapitel in der Politikberichterstattung, was ist das Spiel mit der Erwartungshaltung? Nicht? Viele Leute haben ja schon geglaubt, der Kurz geht in Richtung 112%. Nicht? Und warum ist er noch lange nicht dort und warum geht er nicht über Wasser? Das ist natürlich eine ziemlich schwierige Erwartungshaltung für die ÖVP und für Sebastian Kurz. Auf der anderen Seite ist es für die SPÖ, das ist jetzt zwar nicht tröstlich für die Sozialdemokratie, denn sie war über weite Strecken der Zweiten Republik immer die stärkste Partei. Jetzt ist man im Match um Platz 2 und beileibe nicht im Match um Platz 1, also den Kanzler. Aber natürlich kann man von der Erwartungshaltung her sagen, naja, es ist nicht ganz so schlimm, wie jetzt viele gesagt haben. Die Frage wird da auch sein, wie sehr geht da sozusagen dieser Wähleraustausch mit den Grünen? Und wann kommt endlich ein Plus? Denn spannend ist, die Grünen haben sich bei 11% stabilisiert. Das heißt, die schaffen es nicht, auf die 14-15% zu kommen, die sie bei der EU-Wahl hatten. Aber sie sind auch überhaupt nicht in der Existenzkrise bei 4-5% zu landen. So ist es. Und jetzt kommt das Dilemma von Werner Kogler, der sich redlich bemüht zu sagen, wir sind noch nicht im Nationalrat, was formal richtig ist. Aber natürlich will er allen Grünwählerinnen und Wählern, die da zurückwandern von der SPÖ vor allem, aber auch teilweise von der ÖVP, von den NEOS, will er signalisieren, Freunde, nicht verlassen auf die guten Umfragewerte, wir haben es noch nicht geschafft. Also das ist jetzt gerade in den letzten 14 Tagen ein wirkliches taktisches Geplänkel, nicht? Wo jeder versucht, irgendwie noch vor irgendwelchen Koalitionen zu warnen, andere anzukündigen, wie im Fall der FPÖ. Das ist Politik. Wir reden nicht über Umwelt, wir reden ja nicht über sonst. Eine spannende Zusatzfrage zu dieser Sonntagsfrage gestellt, nämlich, wie sicher sind Sie, dass Sie diese Partei wählen werden? Und da sind 79% der ÖVP-Wähler hundertprozentig sicher, dass sie auch die ÖVP wählen werden. Und bei der SPÖ ist die Rate ähnlich hoch. Und bei der FPÖ, was überraschend ist, nach Ibiza sogar noch ein bisschen größer und stärker. Aber wirklich gefährdet und selbst 60% der Grünen sind ganz sicher, dass sie die Grünen wählen werden. Für die Grünen ein toller Wert. Aber die NEOS sind gefährdet, weil da sind nur 40% sicher, dass sie die NEOS wählen werden und 58% sind sich nicht sicher und sind eigentlich noch zu haben. Das heißt, 58% dieser NEOS-Wähler sind eigentlich noch am Markt und wenn die NEOS ein großes Pech haben, dann müssen sie noch um die 4%-Hürde zittern. Das ist jetzt sehr zugespitzt, aber es ist richtig und das war immer meine Einschätzung, wir haben das ein paar Mal diskutiert seit Mai. Die NEOS haben so eine super Performance abgeliefert, auch als Oppositionspartei und Meinl Reisinger hat den Übergang von Matthias Stolz wirklich sehr gut hinbekommen. Aber die NEOS hatten schon 2017 die volatilste und am buntesten zusammengewürfelte Wählerschaft. Ihre Wähler warten bis zum Schluss und sagen... Wir könnten auch anders. Die klassische Wechselwähler natürlich. Die NEOS-Wähler sind wie ein scheues Reh, nicht? Und das ist durchaus schwierig. Nur ganz kurz zum FPÖ-Wert noch. Mich überrascht ja nicht, dass der da am höchsten ist, relativ gesehen. Warum? Also wer sich von Ibiza nicht abschrecken hat lassen, der ist sehr standhaft, nicht, in der Entscheidung. Und insofern ist das für mich schon logisch. Und da wird es auch dann verständlich, vielleicht die Strategie aktuell der FPÖ, wo Norbert Hofer irgendwie den Faserschmeichler gibt und irgendwie fast lieblich auftritt da in den TV-Debatten und vor allem in Richtung Kurz da irgendwie mit komischen Videos seine Netze auswirft. Da versucht man eben sozusagen drüber hinaus, über diese 19-20% hinaus, die ÖVP-Wähler zurückzuholen. Genau, was zurückzuholen. Die unbedingt eine türkis-blaue Und die abgewandert sind zur ÖVP, die sind im Übrigen auch kickelkritischer als die Stammwähler, muss man jetzt sagen, mit 19% Herr Hofer, mich würde interessieren,
Wie wichtig ist denn eigentlich die Kanzlerfrage noch für eine Wahl? Früher hat man gesagt, die kann ganz entscheidend sein zu Kreisky-Zeiten. Solche Wahlen sind sehr stark Persönlichkeitswahlen. Und manchmal ist das Ergebnis sehr nahe der Kanzlerfrage. Der legendäre Fritz Kammersin, mein Lehrmeister, auch, glaube ich, Ihnen wohl bekannt, hat immer gesagt, die Wahrheit liegt meistens genau in der Mitte zwischen Parteiwert und Kanzlerwert. Sehen Sie das auch so? Also das wäre für Sebastian Kurz natürlich toll, weil ja, ich glaube, wir sollten einmal uns einmal die Dings anschauen. Wie schaut die Kanzlerfrage aus? Und da kommt Sebastian Kurz auf 41%, das verliert wären allerdings die 38%. Also das wäre für mich eine Überraschung, wenn es wirklich so hoch wäre. Dann könnte aber die ÖVP auf 38% kommen. Ja? Was durchaus überraschend wäre, weil natürlich aufgrund, da war man jedenfalls nicht, also am emotionalen Höhepunkt, der sehr früh war in der Kampagne. Das ist ein aber Problem, da müsste eine starke Persönlichkeitswahl aus dieser Wahl werden. Was sie noch nicht ist, es ist eher eine Inhaltswahl. Das Problem der ÖVP ist natürlich auch ein bisschen das, dass jeder sagt, na, der ist es eh schon, nicht? Auf das setzt ja auch die FPÖ, nicht? Wenn sie dieses eine Video mit dem schiefen Bild, das da immer mehr nach links wegkippt, sagt, na, der ist eh Kanzler, nicht? Die Frage ist, welcher Kanzler ist er? Ob er mit den Grünen, den Roten oder mit uns? Und auf das setzen natürlich die anderen. Auf der anderen Seite würde ich schon sagen, es ist natürlich eine zentrale Frage, die Kanzlerfrage. Warum? Weil es sich am Ende immer hinspitzt, na, wer soll dieses Land in die Zukunft jetzt führen? Aber die ÖVP ist da nicht durch. Das ist eine schwierige Gemengelage. Es waren jetzt auch einige Nachrichten da, die in Richtung ja, einiger kritischer Wähler, gerade in der Abstimmung zu NEOS. Verliert hier 1%, genau wie in der Sonntagsfrage. Ja. Auch Hofer verliert 1%. Also die Mitte-Rechtsparteien verlieren leicht, kommen unter Druck. Rendi bleibt stabil. Und die Kleinparteien, die Grünen und die NEOS, legen auch in der Kanzlerfrage je 1% zu. Schauen wir kurz aufs Politbarometer, das ist immer ganz gut für die eigentliche Stimmung der Woche. Und auch hier verliert Sebastian Kurz leicht an Zustimmung, fällt von 43 auf 42% zurück, ist der Saldo zwischen positiv und negativ. 10% sehen Kurz negativ, 52% sehen ihn positiv, ein unglaublicher Wert für einen Wahlkämpfer, muss man sagen. Ich wollte gerade sagen, nicht? Ja. Und vor allem, man darf nicht vergessen, er ist nicht mehr auf dem Kanzlerpodest, nicht? Also gefühlt für seine Fans ist er natürlich noch Kanzler, aber er konnte die Kanzlerbühne und da haben SPÖ und vor allem die FPÖ ja schon was erreicht mit der Abwahl. Die SPÖ hat sich damit auch ein Eigentor geschossen, für die war das sehr gemischt, aber aus Sicht der FPÖ war das toll, dass man ihm die Bühne wegschießen konnte und er jetzt nicht als Kanzler durch die Lande getingelt ist in den ganzen Sommer über. Ja? Irland und Van der Bellen verlieren auch hier 1%, da flacht die Anfangseuphorie ein ganz klein wenig ab. Beate Meindl-Reisinger, Werner Kogler und Rendi Wagner legen je 1% zu, während Norbert Hofer 1% verliert. Das heißt, die zwei Kleinen, Beate Meindl-Reisinger und Werner Kogler und die SPÖ-Kandidatin legen in der Sympathie zu. Hat das mit den Fernsehduellen zu tun? Ich würde es jetzt nicht überinterpretieren, aber natürlich, es ist auf einem anderen Niveau als Sebastian Kurz und klarerweise durch die Präsenz, ja, kann man da schon sowas erreichen. Ich würde bei Norbert Hofer noch einmal einhaken, das ist für einen Freiheitlichen trotzdem ein sensationeller Wert, auch wenn das einen Prozentpunkt zurückgegangen ist. Denn erinnern Sie sich, Haider war immer dramatisch im Minus, ja, also da hat man in der Zeitung fast eine Flappe machen müssen. Ja, Haider und Strache, genau. Strache bei -55% und sein Co-Kandidat Kickl, der mit ihm ja die Doppelspitze bildet, bei -39%. Also da brauchen Sie, in der Printausgabe fast der Flappe, dass Sie es ausklappen können nach unten. So, ja. Das ist jetzt noch immer nicht der dramatische Nachricht für die FPÖ. Warum? Die hat immer von der Polarisierung gelebt seit Mitte der 80er. Und insofern ist aber der Wert von Norbert Hofer bemerkenswert. Ist aber natürlich ein Transfer seines Images noch immer aus der Bundespräsidentschaftswahl. Und deswegen gibt es auch diese Aufteilung zwischen Dr. Jekyll und Mr. Hyde, nicht? Also Norbert Hofer und Herbert Kickl, die unterschiedliche Zielgruppen bedienen. Jetzt sind sich die beiden Blauen nicht immer grün intern, aber nach außen hin, bisher zumindest, sind sie professionell genug, um das nicht sozusagen diverse Meinungsverschiedenheiten auf offener Bühne auszutragen. Dann haben wir gefragt nach der Koalition. Welche Koalition würden Sie persönlich nach der Wahl vorziehen? Und da ist spannend, dass sich die Situation polarisiert. Wir haben jetzt viele Wochen lang gesehen, dass die ÖVP-FPÖ Koalition als Wunschvariante verloren hat, die ist von Woche zu Woche schwächer geworden und lag zuletzt überhaupt nur noch bei 23%. Aber in dieser Woche gibt es gleich ein Plus von 5%.
für diese neue Koalition, ob das aufs FPÖ-Werbevideo zurückzuführen ist oder darauf, dass vielleicht doch sich die Landschaft ein bisschen polarisiert zwischen Mitte-Rechts, wie jetzt ja beide sagen, und dieser von Kurz als Horror an die Wand gemalten SPÖ-Grün-Neos, also Rot-Grün-Pink-Koalition, die ebenfalls zulegt, 2%, und alle anderen Koalitionsvarianten verlieren. Ja, spannend ist die Frage natürlich bei diesen 28%, wer sind die Wähler jeweils? Ich habe jetzt die Strukturdaten nicht gesehen vorher, aber da müssten wir uns kurz anschauen, wie hoch da der Wert bei den Freiheitlichen ist. Jawohl. Das würde mich sehr interessieren, weil das sicherlich deutlich höher ist. Und welche Koalition würden Sie persönlich nach der Wahl vorziehen? Die FPÖ-Wähler würden zu 73% die ÖVP-FPÖ-Koalition. Und bei der ÖVP, wie schaut es bei der ÖVP aus? Bei der ÖVP sind es 34%. Ist ein bisschen mehr als bei den letzten Wahlen, aber noch immer wenig. Denn würden wir alle Neos und Grün-Koalitionsformen zusammenzählen, also ÖVP-Neos, ÖVP-Grüne und ÖVP-Grüne-Neos, die ja letztendlich eine ideologische Angelegenheit sind, dann würden 46% der ÖVP-Wähler für eine dieser ÖVP-Pink- oder ÖVP-Grün-Koalitionen stimmen. Das heißt, die ÖVP-Basis ist in großer Maße, oder die ÖVP-Wähler sind in großem Maße für eine Koalition mit Pink und Grün und nur zu 34% für eine Blau-Koalition. Und jetzt verstehen Sie, glaube ich, auch, der Herr Ex-Kanzler ist ja hier gesessen vor wenigen Tagen und hat sich so ein bisschen gegen mein Bild gewehrt, das ich hier auch formuliert habe bei Ihnen, wo ich gesagt habe, er hat, und das war nicht despektierlich anderen Parteien gegenüber, sondern ich habe gesagt, aus seiner Sicht hat er jetzt dann nach dem 29. September wirklich die Wahl zwischen Pest, Cholera und vielleicht noch Ebola. Genau. Und das sieht man hier. Und es ist auch wirklich so. Natürlich inhaltlich ist er mit der FPÖ sofort handelseins. Die Frage ist, kann ihm Norbert Hofer nach dem Wahltag die Stabilität auf 5 Jahre, und so lange muss er regieren, Sebastian Kurz, noch einmal vorgezogene Neuwahlen geht es ja nicht aus, kann er ihm nicht garantieren, und deswegen ist das schwierig. Die anderen Parteikonstellationen sind schwierig, was wobei das inhaltlich angeht. Spannend ist schon, dass 46%, also fast die Hälfte der ÖVP-Wähler, die ja doch ein konservatives Publikum sind, mittlerweile für eine Pink-Grün Koalition im weitesten Sinne sind. Das ist schon sehr spannend, in meinen Augen. Na eben, nicht? Und da sieht man die Zerrissenheit das heißt, natürlich. Da verschiebt sich dieses schwarze Wählerlager in Richtung einer Wunschkoalition mit Pink und Grün. Und deswegen habe ich diese 28% ein bisschen versucht aufzudröseln. Das war jetzt meine Annahme. Ich habe es vorher wirklich nicht gesehen gehabt, die Strukturdaten. Aber es ist einfach klar, dass es in der ÖVP, und jetzt wissen Sie auch, warum sich der Herr Kurz nicht wirklich auf eine Koalition festlegt. Macht er das, verprellt er in der Sekunde zumindest ein Drittel also seiner Wähler. Also tun das nur die Blauen. Und spannend ist auch ganz geringe Zustimmung zur großen Koalition ÖVP-SPÖ, das wollen überhaupt nur 10% der ÖVP-Wähler. Das müsste Kurz gegen die eigene Partei beschließen. So ist es. Aber auch nur 22% der SPÖ-Wähler, denn auch die SPÖ-Wähler sind zu einem ganz großen Prozentsatz, zu 67% mittlerweile für eine SPÖ-Grün-Neos-Koalition. Da sieht man die Polarisierung zumindest dieser beiden ehedem mittig positionierten und in langer Zeit oder lange Zeit über in der großen Koalition in der sogenannten befindlichen Parteien. Es will auch Sebastian Kurz nicht. Nur, und das ist so ein Grund dafür, dass halt die SPÖ auch keine gute Option ist für ihn, so wie es nicht wirklich eine gibt, weil es zwar vielleicht stabil wäre, aber er kann sich seine Veränderungserzählung, die er vor sich herträgt, klarerweise und auch erfolgreich vor sich herträgt, seit 2015 in Wahrheit, abschminken. Denn wenn er die Koalition, die er immer verteufelt hat und gesagt, da geht nichts weiter, Stillstand etc., wenn er die danach selber macht, ne, das ist dann durchaus ein Imageproblem. Und dann haben wir noch ganz kurz gefragt, und mit welcher Koalition rechnen Sie nach der Wahl? Und da schaut es natürlich schon ganz anders aus. 37% der Österreicher rechnen mit Türkis-Blau. Übrigens auch mehr als 50% der ÖVP-Wähler rechnen mit ÖVP-FPÖ. Und 15% mit Türkis-Rot und die restlichen sind eigentlich unter ferner Liefen. Und die Variante ÖVP-Grüne-Neos ist für die Österreicher in der letzten Woche eigentlich um 2% weniger realistisch geworden. Vielleicht auch als Auswirkung der Fernsehduelle, weil man sich dort halt sehr streitet und nicht auf einen Punkt kommt. Es ist durchaus auch erklärbar, weil es ist historisch
auf Bundesebene noch nie gegeben hat, nicht ansatzweise. Nicht? Es gibt zwar in Salzburg so eine ähnliche Konstellation, aber in Wahrheit ist man in Österreich daran nicht gewöhnt. Nicht? Ja, das war also die erste Runde. Danke vielmals, Herr Hofer. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann reden wir darüber, wie ist die Stimmung der Parteien und wer sind die Gewinner der Fernsehduelle. Das würde mich sehr interessieren, die Einschätzung von Thomas Hofer, wer eigentlich die Fernsehduelle in den letzten Tagen gewonnen hat und wer da ein potenzieller Verlierer ist. Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Fellner live. Die Umfrage der Woche. Ja, Donnerstag bei Fellner live, das ist Umfragetag und heute habe ich an meiner Seite Thomas Hofer, Politikberater der Nation. Schönen Abend. Bei uns im Studio. Danke fürs Kommen, Herr Hofer. Wir haben schon eine sehr spannende erste Runde gehabt, in der wir unter anderem darüber geredet haben, wie schaut es in der Sonntagsfrage aus? ÖVP und FPÖ verlieren 1%. Wie schaut es bei den Koalitionsvarianten aus? Die ÖVP-FPÖ-Koalition bekommt wieder Zustimmung, was ein bisschen im Widerspruch zur eigentlichen Sonntagsfrage steht. Aber das ist halt nicht immer gleich kongruent. Und jetzt im zweiten Teil wollen wir darüber reden, wie ist die Stimmung in diesem Wahlkampf? Für welche Partei ist sie gut, für welche schlecht? Und wie ist die erste Zwischenbilanz der Fernsehduelle? Denn da waren jetzt ja schon einige. Und wir haben in dieser Woche zum ersten Mal gefragt, wer schneidet bei den TV-Duellen besonders gut ab und wer eher schlecht. Schauen wir zuerst einmal auf die Stimmungslage. Denn das ist ja immer spannend, weil man sieht, derjenige, der eine gute Stimmung hat, kann vielleicht ein bisschen zulegen. Derjenige, der eine schlechte Stimmung hat, hat ein bisschen Gegenwind und muss sich doppelt so viel anstrengen. Ja. Beste Stimmung nach wie vor, da fährt die Eisenbahn drüber für den Basti Fantasti und seine ÖVP. Der tourt ja durch die Bundesländer und dort ist die Stimmung teilweise mit bis zu 80-90% gut, sehr gut. Also das sind fast osteuropäische Werte, die der in den westlichen Bundesländern erzielt. Also, es ist tatsächlich bemerkenswert und das ist das, was ich im ersten Teil ein bisschen angedeutet habe. Nicht? Das ist klarerweise die mediale Berichterstattung aktuell sehr, sehr kritisch, aufgrund eben verschiedenster Vorkommnisse und Daten, die da gehackt und geleakt wurden. Das ist auch logisch, aber es gibt einen deutlichen... Eine deutliche Kluft zwischen dem, was da in Wien, in unserer Blase, sage ich jetzt mal, auch wenn ich es nicht abwertend meine, diskutiert wird und das, was in den Bundesländern da ist. Da schaut es teilweise anders aus. So ist es, ja. Also 69%, zwei Drittel der Österreicher, und das sind nicht nur die ÖVP-Wähler, das sind alle, sind der Meinung, dass die Stimmung für die ÖVP gut bis sehr gut ist. Und also das müsste ein bisschen mehr auf der schlechten Ebene, dass also das gar nicht ausschlägt, ja. Ist wirklich bemerkenswert. Weil offenbar ein guter Teil, selbst der SPÖ- und Grünwähler, sagt, die Stimmung für die ÖVP ist gut bis sehr gut. So, und dann kommen die zwei Gewinner der Woche, das sind die Kleinparteien, das haben wir ja schon bei der Sonntagsfrage und bei der Kanzlerfrage gesehen. Die NEOS mit Beate Meindl-Reisinger legen gewaltig zu, 6% plus ist 66% gute Stimmung. Und auch die Grünen legen zu, 5% plus 65% gute Stimmung. Das heißt, die NEOS und die Grünen sind stimmungsmäßig die Gewinner der Woche. Warum? Ich glaube, das hat sehr stark damit zu tun, dass, und da ist dann die mediale Berichterstattung vielleicht schon ein Punkt, dass natürlich gerade die beiden Parteien sich als sehr transparent, sehr offen, sehr sauber inszenieren konnten. Es waren eher die größeren Parteien, die gelitten haben unter diesen ganzen Spendendebatten, den Tricksereien im Hintergrund etc., dass man ganz ehrlich ist. Also da, auch wenn es in der Vergangenheit auch in den beiden Parteien den einen oder anderen Fall gegeben hat, wo man genauer hinschauen könnte, aber grundsätzlich ist man da natürlich sehr transparent, kommt auch klarerweise kaum an Spendenlimit oder an die Wahlkampfkostenobergrenze dran. Also ich glaube schon, dass das die also Leute die ein bisschen so generelle Wahlkampfstimmung, nämlich, dass sie sehr viel auf Korruption, Parteispenden etc. schaut, ja. Das meinen sie bevorzugt, ja. NEOS und Grün. Ist auch logisch natürlich, weil die beiden Parteien im Bund jedenfalls noch nicht regiert haben und das schon sicherlich auch ein bisschen ein Punkt ist, wo die Leute sagen, naja, sozusagen, die können gar nicht. Dann haben wir auch ein Plus für Rendi Wagner, 2% plus, 43% gute Stimmung, aber noch immer 57% schlechte Stimmung, also noch immer im Negativen, aber Rendi legt ein bisschen zu. Auch Ihr Eindruck?
Also sie hat sicherlich, und das hat vielleicht auch mit den TV-Geschichten zu tun, jedenfalls die Erwartungshaltung übertroffen. Nicht? Das ist immer dieses Spiel mit der Erwartungshaltung, wo jeder schon gesagt hat, ich habe es vorher genannt bei Kurz, wo jeder gemeint, er muss schon gleich über Wasser gehen können. Bei ihr war es das Umgekehrte, da hat jeder gesagt, na, die kann das nicht. Und dann performt sie doch besser als von vielen erwartet in den TV-Konfrontationen. Möglicherweise hat das auch ein bisschen damit Und dann der Verlierer der Woche ist die FPÖ und Norbert Hofer. Die waren schon fast bei 50% gute Stimmung. Ich glaube, 47% war ihr Bestwert. Aber in den letzten Wochen ging es kontinuierlich bergab. Jetzt nur noch 39% gute Stimmung, 61% schlechte Stimmung. Warum ist die FPÖ da jetzt plötzlich unter Druck? Also es ist natürlich da schon, glaube ich, auch die Nachrichtenlage, auch wenn ich es relativieren muss, weil natürlich die Hardcore-Wähler, das haben wir gerade vorher besprochen, ja, die halten der FPÖ die Treue. Die Frage ist, wie sehr diese Strategie in Richtung ÖVP aufgeht, aber klarerweise die ganzen Geschichten, Stenzel, die identitären Mitgliedschaft, dieses, also die potenzielle da, dieses einen möglichen Mandatars in Oberösterreich, das ist schon etwas, was einfach verstärkend noch einmal wirkt. Nicht? Und es wird natürlich auch Norbert Hofer permanent konterkariert in seiner Strategie, dass er dann sagt, ich habe dann ein Durchgriffsrecht, dann sagt er, naja gut, aber der Stenzel tut mir nichts, etc. Also das ist so konsistent nicht, wie man glauben möchte. Ich denke trotzdem, dass die FPÖ eine Chance hat, da über die 20% zu kommen und das gar nicht so. Und für den armen Peter Pilz wird es immer schwieriger, -5% in der Stimmung, nur noch 18% gute Stimmung, das ist ein relativer Verzweiflungswert, würde ich sagen. Ja, klar. Und jetzt wäre er über die 18% zwar froh, wenn die ihn wählen würden, aber natürlich ist das so, er setzt alles auf eine Karte. Erinnert mich ein bisschen an den letzten Wahlkampf von Jörg Haider. Nicht? In den TV-Debatten, wir kommen dann wahrscheinlich eh gleich dazu, hat er schon wieder aufgespielt. Nicht? Und hat, also gegen Kogler auch, das war sehr, also gescheit an den Karren gefahren. Ja. Wird aber offenbar von den Österreichern nicht wirklich geschätzt. Ich glaube, das Image ist kaputt. Ja. Ja? Er kann das zwar, aber das Image ist kaputt. Ja. Und jetzt kommen wir zur Frage der TV-Duelle. Zunächst einmal die Frage, wie viele TV-Duelle wurden bisher gesehen? Wir haben die großen Elefantenrunden ja noch nicht gehabt. Das heißt, 39% der Österreicher, also bemerkenswert hoher Prozentsatz, ja, deutlich mehr als ein Drittel, haben noch kein einziges TV-Duell gesehen. 27% nur ganz wenige. Und wirklich zugeschaut haben eigentlich nur 33%. Das heißt, ja. 33% verfolgen die TV-Debatten. Ein guter oder ein schlechter Wert, Herr Hofer? Also aufgrund der Masse an TV-Debatten trotzdem kein schlechter Wert. Ja? Sie reichen wohl nicht an 2017 heran, das mag sein. Es gibt ein bisschen eine Sättigung, was insgesamt den Wahlkampf angeht. Es hängt ein bisschen damit zusammen, was wir vorher diskutiert haben, wie viele haben sich schon fix entschieden. Ja? Also es gibt einfach weniger Wähler jetzt massenmäßig am Markt, auch wenn es noch spannende Fragen gibt, aber trotzdem, es ist so. Deswegen würde ich da jetzt nicht als TV-Macher irgendwie in Verzweiflung verfallen, sondern nein, das ist trotzdem ein guter Wert. Ich sage, es geht ja erst richtig los. Ja. Und natürlich diese 39% werden sich deutlich reduzieren, wenn jetzt am Schluss die wirklich großen Duelle kommen. Und dann die Frage, wie wichtig sind diese Sendungen für Ihre persönliche Wahlentscheidung? Durchaus interessant. 37% sagen sehr wichtig oder eher wichtig. Also für ein gutes Drittel der Österreicher sind diese TV-Duelle nach wie vor das wichtigste Entscheidungskriterium. Wobei viele natürlich solche TV-Debatten betreten, im übertragenen Sinn, mit der Hoffnung, und das ist oft so, bestätigt zu werden in der eigenen Entscheidung, die man vorher schon hatte. Nicht? Also es gibt kaum jemanden, der reingeht in die TV-Debatte und sagt, jetzt schaue ich mir das einmal an, wähle ich den Kogler oder den Hofer. Ja? Das gibt es eher selten. Sondern man geht mit einer gewissen Meinung rein und will diese in den meisten Fällen auch bestätigt haben. Und jetzt schauen wir uns an, Herr Hofer, wie bewerten die Österreicher den Auftritt der 6 Spitzenkandidaten in den bisherigen Duellen bei Ö24, bei Puls und bei ORF vor allem. Und da zunächst einmal der Kanzler oder Ex-Kanzler Sebastian Kurz, und der hat einen tollen Wert. Also 57% bewerten ihn gut, nur 35% schlecht. Wenn man jetzt bedenkt, dass sein Parteiwert ja nur bei 35% liegt, dann ist also die Bewertung gut, weit über seinen Parteiwert hinaus und sogar über das Rechtsmittellager hinaus.
Ja, das ist so. Und ich glaube, das ist auch nicht falsch. Er hat jetzt zwar noch nicht so viele und hat sich bewusst zurückgehalten. Das war auch Taktik der ÖVP natürlich. Hat sich gegen Bild im ORF zum Beispiel vertreten lassen etc. Aber das kommt schon hin. Und das waren gerade die letzten Duelle wirklich gut. Auch das gegen Hofer, der geschwächt war und krank war de facto. Aber da hat er ihn schon gescheit abgeräumt. Also das war schon eine wirklich gute Performance. Also besser im Übrigen, das wollte ich nur sagen, besser im Übrigen als 2017. 2017 wo es, naja, ist nichts Großes passiert, aber es war nicht so überzeugend. Damals war er noch nervös, muss man sagen. Diesmal ist er wirklich souverän. Also auch gestern wieder mit einer unglaublichen Souveränität, auch wie er da eingespielt hat, dass der Hofer die Videoinformation von ihm und nicht von der FPÖ kam. Also da waren so richtig War ein verstecktes alles, Foul, was er aber unterbringen wollte, hat er gut untergebracht. Also es war ein jetzt ist die Foul, spannende Frage. Jetzt ist die spannende Frage, wie gut ist Randy Wagner im Vergleich, weil man ja gesagt hat, Randy Wagner könnte vielleicht in den TV-Duellen gegen Kurz stark aufholen. Schauen wir auf den Wert von Randy Wagner und der ist doch deutlich schwächer. Er ist zwar gut, aber er ist deutlich schwächer. 43% sagen gut, 44% sagen schlecht. Das ist kein Katastrophenwert, aber den Kurz abräumen im Fernsehen konnte sie bisher nicht. So ist es. War auch nicht zu erwarten. Sehen Sie auch so? Ja, sehe ich so. Mhm. Aber bei ihr war natürlich die Erwartungshaltung deutlich niedriger. Insofern sind die 43% nicht schlecht. Da hat sie sicherlich, so hat sie sicherlich manche positive Überraschung gesagt, die kann ja doch was. Aber es reicht klarerweise jetzt nicht, um in ein Kanzlerduell zu kommen oder die ÖVP runterzudrücken. Und, ist doppelt so gut wie ihr Parteiwert, aber sie ist definitiv nicht die Beste in diesem TV-Duell, sondern das ist kurz. Jetzt schauen wir mal, wie ist Randy Wagner im Vergleich zu Norbert Hofer, der sogar mit Fieber angetreten ist. Schauen wir uns das einmal an und siehe da, hier ist der Wert von Norbert Hofer und der ist besser als der von Randy Wagner. Überraschend, 47% sagen, Norbert Hofer war im Fernsehen gut oder sogar sehr gut, 41% sagen, er ist schlecht. Der hat also ein klar positives Saldo, das heißt Hofer kommt bei den Österreichern im Fernsehen wirklich gut an, kann natürlich, wie Sie schon mehrfach gesagt haben, mit seinem Präsidentenbonus zu das tun. Das glaube ich, dass das aus dem Präsidentschaftswahlkampf auch kommt teilweise. Die Krankheitsgeschichte ist, glaube ich, noch nicht voll abgebildet, wiewohl er einen Sitzer gestern ausgelassen hat. Das möchte ich auch dazu sagen. Es gibt einen historischen Präzedenzfall, 1995 bei der vorgezogenen Wahl, wo Schüssel damals Franitzky herausgefordert hat. Hat es knapp vor Weihnachten das Spitzenduell, das Kanzlerduell gegeben. Damals gab es noch sowas wie ein Kanzlerduell. Und Schüssel hat das dominiert. Franitzky war aber krank, und zwar erkennbar krank. Und er hat sich auch, also der hat sich geschneuzt und man hat gesehen, okay, der hat jetzt die Grippe. Mhm. Hat sich dann Tee servieren lassen während der Sendung. Und das war natürlich super geschickt. Also der Tee-Schmäh ist wirklich gut aufgegangen. Weil was ist passiert? Schüssel hat zwar die Debatte objektiv gesehen gewonnen, aber es haben dann hunderte Menschen im ORF-Zentrum angerufen und haben sich darüber beschwert, wie jetzt dieser böse Schüssel mit diesem armen Franitzky umgeht, weil der ist doch krank. Das hat der Hofer gestern nicht wirklich ausgespielt. Ich sage, den Tee-Schmäh hätte er bringen können. Und dann schauen wir, wie es den Kleinen geht, ob die mithalten können. Also 47% finden Hofer gut. Meindl Reisinger finden 46% gut und nur 32% schlecht. Das ist schon für eine relativ kleine Oppositionspartei ein wirklich guter Wert. Die Frage ist, kann sie sich was abschneiden davon? Wir haben es vorher schon besprochen, ist eine sehr volatile Wählerschaft. Die Frage ist wirklich, wie viel kann sie da von der ÖVP noch losreißen an Prozentpunkten? Mhm. Aber die Performance und wie gesagt, was auch bemerkenswert ist, der eine Satz noch zu Frau Meindl-Reisinger. Es hat sie noch keiner verglichen mit Matthias Strolz. Und das ist indirekt ein Lob für Sie aus meiner Sicht, weil Matthias Strolz war... Strolz geht nicht ab. Er war hyperaktiv als Fernsehteam. Erinnern Sie sich, wie Matthias Strolz diskutiert hat? Also ich glaube, der verhebt gleich ab. Nicht? Und spannend bitte, spannend, während Kogler ja bei der EU-Wahl der Beste war im Fernsehen, hat er hier jetzt den relativ gesehen schwächsten Wert. Es ist zwar 40% gut gegen 39% schlecht für einen Grünen, noch immer ein Spitzenwert. Ja. Ein Spitzenwert, muss man ganz klar sagen. Also das Vierfache fast von seinem Parteiwert. Aber so gut wie die Werte, die er nach den TV-Diskussionen bei der EU-Wahl hatte, ist es nicht mehr. Wenn ich jetzt bösartig bin, sage ich, also es sind trotzdem gute Werte. Und natürlich ist Ottmar Karas jetzt nicht Wolfgang Schüssel, Sebastian Kurz im TV-Duell. Nicht? Das und muss man auch sagen. Auch bei Melania Wagner ist anders als Schieder.
Ja. Ja, und also, auch Hofer ist anders als Wilimski. Genau. Da haben Sie völlig recht. Also insofern ist da es hat er ein bisschen klar. Eine Alleinstellung als Showman. Diesmal tut er sich offenbar schwerer. Und dann wollten Sie noch was zu Pilz sagen. Der hat den schwächsten Wert. Ja. Nur 21% finden ihn gut, 60% schlecht. Da spielt wohl viel Image rein. Denn eigentlich spielt er groß auf bei diesen TV-Diskussionen. So, er spielt groß auf, das sehe ich auch so. Also er hat, ich gebe Ihnen ein Beispiel, nicht? Also gestern gegen Werner Kogler sagt er, na Werner, da kommt jetzt dann die schwarze Limousine, dann geht die Tür auf und dann wirst du einsteigen, dann werde ich Herr Vizekanzler zu dir sagen müssen. Und das heißt, für alle Oppositionswähler, die Grünen sind verloren an die Schwarzen, die werden dem Charme des Herrn Kurz erliegen und dann braucht es eine Kontrollkraft. Das ist ein schönes Bild aus seiner Sicht, mhm. aber es ist trotzdem sein Image nachhaltig ramponiert mhm. und er kann das, er ist ein Altmeister, was sozusagen solchen Spin angeht. Wobei man sagen muss, 21% gut ist für jemanden, der so nur 1% Zustimmung hat, auch nicht schlecht. Und er muss genau. ja nur 4% gewinnen. So, das heißt, wenn 4% von den 21% sagen, sie wählen den nach den TV-Duellen, könnten die TV-Duelle ihn, so wie beim letzten Mal, wieder ins Parlament bringen. Er spielt jetzt, Ernst Happel hat gesagt, er spielt jetzt Hollywood. Ja? Alles in die Offensive, alles in die Schlacht, ja. wenn es auch die letzten Tage in der politischen Öffentlichkeit sind. Aber er kostet das durchaus aus, habe ich den Eindruck, kenne ihn schon relativ lang. Und ja, es ist also großartig, was zu verlieren ja. hat er nicht mehr. Und jetzt schauen wir uns noch an, wer ist in den Augen der Österreicher der bisherige Fernsehsieger? Da war jetzt nur eine Nennung möglich. Wer hat Ihrer Meinung nach am besten abgeschnitten mhm. in den TV-Duellen? Nur eine Nennung und das ist ein Home Run. Das ist ja fast ein triumphaler Sieg für Sebastian Kurz. 40% sagen, Kurz war bisher in den TV-Duellen der Beste. Randy Wagner, Anführungszeichen, nur 15%. Da liegt Kogler besser. 15%, da liegt er eigentlich auf Platz 2, also so gut wie er bei der EU-Wahl war. Da ist der Hofer-Wert schlechter. Da ist Hofer schwächer, aus was immer für Gründen. Da ist auch Meindl-Reisinger ein bisschen schwächer. Und da hat immerhin Pilz 3%, da ist er schon knapp an der 4%-Hürde dran. Wenn man das so mit den Parteiwerten vergleicht, dann ist Kurz klar über seinen Parteiwert. Randy Wagner und Hofer sind deutlich unter ihrem Parteiwert, nämlich mehr als 5%. Randy Wagner 7%. Die Grünen klar drüber und die Neos klar drüber und auch der Pilz klar drüber. Was lernen wir daraus? Dass es relativ ist. Natürlich ist es eine Stimmungsfrage, ist gar keine Frage. Aber wir dürfen nicht vergessen, die 39%, die noch nichts angeschaut haben. Ja, also da muss man schauen, zu welcher Partei neigen die. Aber trotzdem ist es ein Abbild, wo man eben für die über ihrem Parteiwert liegen, na, die dürfen sich freuen, gar keine Frage. Aber man muss es zuerst einmal in Wählerstimmen ummünzen. Wir sind erst bei der Hälfte der Wahlduelle und das gestrige ORF-Wahlduell bildet sich nicht in allen Interviews, sondern nur in einem kleinen Teil dieser Interviews ab. Das wurde zwar abgefragt. Aber ich glaube, dass das zum Beispiel bei Kurz jetzt nicht eher noch verstärkt hätte. Also der Eindruck oder die Hoffnung, die manche Kurzkritiker und Linkswähler hatten, nämlich, dass die Allianz Pamela Randy Wagner, Kogler, Beate Meindl-Reisinger den Kurz abmontieren wird in den TV-Duellen, die hat bis zur Hälfte dieses Wahlkampfs nicht funktioniert. Der Kurz feiert da wieder mal TV-Triumphe. Also bisher ist jedenfalls nichts passiert aus Sicht der ÖVP und er ist nicht so in den Debatten, so in die Defensive geraten, wie man das vielleicht erwarten hätte können aufgrund der Nachrichtenlage. Ich bin immer einer, der warnt davor, dass man da auf die TV-Duelle zu große Erwartungen setzt, genau. im Sinne von, es dreht alles um. Also da muss schon wirklich was Wahnsinniges passieren. Ja, es gibt ein paar Zeiten sind vorbei. Genau. Dafür gibt es auch zu viele Medien genau. mittlerweile. Zu viele Medien, ja. zu viele Kanäle. Die Menschen haben natürlich über die sozialen Netzwerke, jetzt wenn Direktkanäle, wo sie sich informieren. Es gibt viele Beispiele historisch. Ein verlorenes ORF-Duell kann ja noch immer in den 2 bis 3 weiteren Duellen bei den Privaten umgedreht werden. Also das ist nicht mehr so wie früher, wo du ein Duell ja. hattest, Kreisky gegen Taus und das hat die Wahl entschieden. Richtig. Das ja. ist genau der Punkt. Es gibt viele, Sie haben das eine Beispiel genannt, es gibt aus den Vereinigten Staaten einige Beispiele, wo wirklich ein Kandidat Nixon zum Beispiel, meistens ne? sich weggeschossen hat, indem er eben entweder schlecht ausgeschaut hat. Kennedy Nixon war überhaupt spannend, weil im Radio, also die Radiohörer, gab es damals auch noch einige, die haben Nixon vorhin gesehen und die TV-Zuseher haben alle bei weitem Mein Eindruck Kennedy ist ja gesehen, lauter ja. sehr gute TV-Kandidaten, aber gegen den, sagen wir mal, gegen die PR
gegen das PR-Können oder das Auftrittskönnen und die Showkünste eines Kurz kommt keiner heran. Also bisher ist jedenfalls kein Lucky Punch gelungen, das ist richtig. Er ist deutlich ruhiger und souveräner als seine Kampagne aktuell, denn da gibt es schon das eine oder andere, was nicht ganz rund läuft, jedenfalls nicht so rund wie 2017. Aber das lässt er sich nicht anmerken bisher und insofern kann das eben schon auch ein stabilisierender Faktor sein. Ja. Genau, das wollte ich gerade als Zusammenfassung. Wir sind am Schluss dieser Umfrage für heute und ich wollte Sie gerade nach der Zusammenfassung fragen. Wenn ich es zusammenfassen müsste, würde ich sagen, die ÖVP kommt in der Sonntagsfrage leicht unter Druck, übrigens auch die FPÖ und damit das ganze Rechts-Mitte-Lager verliert 2%. Das heißt, dieses ganze Grün-Neos-SPÖ-Lager rutscht natürlich in der Relation ein kleines bisschen hinauf und kommt der ÖVP-FPÖ näher in der Prozentzahl. Das heißt, diese Koalition ist zwar nach wie vor nicht wahrscheinlich, aber sie rückt näher. Aber die Verluste, die der Pilz in der Sonntagsfrage hat, kann er eigentlich im Fernsehen derzeit ausbügeln, oder wie sehen Sie das? Der Pilz, naja. Der Kurz. Der Kurz in der Sonntagsfrage hat, kann er im Fernsehen ausbügeln. Ja, also ich glaube schon, dass das so ist, dass er da eben stabilisierend wirkt. Natürlich ist es trotzdem die Gefahr aus Sicht der ÖVP, dass eben der emotionale Höhepunkt in der Kampagne schon lange zurückliegt, Ende Mai. Und dass es schon die Gefahr ist, dass er da eben sozusagen nicht unbedingt bei den 40%, die jetzt die TV-Zuseher in vorhin gesehen haben, zu landen kommt. Aber schauen wir mal, warten wir ab. Es sind noch 2 Wochen. Wir haben jetzt dann gleich den FPÖ-Parteitag, nicht? Auch spannend. Mhm. Also das ist schon noch offen. An eine Geschichte glaube ich nicht, dass es da wirklich unter Anführungszeichen, die Neos sind ja nicht wirklich links, nicht? Eine mehr links der Mitte gibt, also SPÖ, Grüne, Neos. Das wage ich zu bezweifeln, auch wenn Kurz das immer wieder sagt, dass da die 47% hatten bei der EU-Wahl. Das stimmt zwar, aber sie hatten auch damals nicht die Mehrheit und bei der EU-Wahl sind natürlich nur unter Anführungszeichen 60% hingegangen und überproportional viel Grüne und Neos-Wähler. Das heißt, das sehe ich nicht, dass Türkis-Blau da, ist unbesehen der Frage, ob sie wieder zusammengehen in eine Koalition, aber dass sie eine Mehrheit verlieren, das sehe ich nicht wirklich. Spannend, danke vielmals, dass Sie danke die Zeit auch mit uns verbracht haben, Herr Hofer. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommt eines dieser spannenden Wahlduelle, über die wir gerade diskutiert haben. Dann kommt der Peter Pilz, der von diesen Wahlduellen, man muss fast sagen, abhängig ist. Für den diese Wahlduelle entscheidend sind, ob er die 4%-Hürde schafft und der in diesen Wahlduellen auch kämpft wie ein Löwe. Heute gegen die ÖVP. Natürlich tritt Sebastian Kurz wie schon bisher gegen Peter Pilz nicht in den Ring. Diese Show bietet er ihm nicht, sondern er schickt seine sehr eloquente und telegene Caroline Edtstadler. ÖVP gegen Pilz, Edtstadler gegen Pilz, gleich nach der Werbepause.